speichern wir das Ganze noch einmal. So, jetzt frage ich mal in die Runde, was wollt ihr sehen? Wir können natürlich noch weiter Monster sammeln. We're counting on. Wir können aber auch etwas anderes in der Welt machen. Die 200 Blitze ausweichen, nur um das Siegel für Lulu zu bekommen, die ich sowieso nicht trainiert habe, macht in meinen Augen relativ wenig Sinn. Ein Dreigestirn, das bringt MP0. Ach so, okay, das macht natürlich noch mehr Sinn, das ist richtig. Wir könnten in die Omega-Ruine dort ein bisschen trainieren. Die Wammers hat eine Attacke, die macht jetzt zwischen 10 und 20k. Okay, Omega. Okay, dann gehen wir mal ein bisschen in die Omega-Ruine und gucken uns da mal ein bisschen um. Achso, erstmal eben einmal speichern, wollte ich gerade sagen. Thornberry. Den ich mittlerweile schon fast one-hitte. Das nochmal, kontert der alles mit Fluch aller? Ja, der kontert alles. Und ehrlich, one-hit, aber so kannst du gut Monster fangen. Was? Ehrlich, one-hit, aber so kannst du gut Monster fangen? Wieso kann ich gut Monster fangen? Eigentlich macht das sogar keinen Sinn. Mit Tidus fast downhauen und dann mit den anderen fangen. Ach so, so meinst du. Ja, das stimmt. Wäre eigentlich sogar dann jetzt angebracht, würde ich schon fast sagen. Dass ich dann einmal mit Auron Dings draufhau und dann mit ihmchen hier. Weil wenn ich nämlich später stärker mit den Charakteren bin, dann wird es nur schwieriger. So, ne, ich glaube, ich fange hier am besten mal mit Rocker an. Sauros gefangen. Das ist recht einfach. Ich glaube, das Mimik, was da in der Kiste drin ist, das kann man sowieso nicht fangen. Wie sieht es momentan mit den Spheroiden aus? Ich traue mich aber noch nicht so weit zu laufen, weil nachher hauen die mich doch wieder noch um und dann ist wieder alles weg. Interessant. Empfindlich gegen Geistbrecher, Zerstreuer. Das kannst du plündern mit Rico, gib viel Geld. Du meinst die Mimik, oder? Die Kiste, genau. Okay, habe ich nicht drauf geachtet. Okay, Zerstörer 0 kann nicht gefangen werden. Hauen ihn um. Mimik bringt bloß 50.000 Gil und mit Doppel 100.000 Gil. Ja, schon ein bisschen was. So, hey, Level 3 ist 4, passt. Nice. Also ich traue mich einfach mal hier ein bisschen zu laufen. Hoffentlich ist es kein Fehler. Okay, er kontert mit Giftnebel. Das
Spiritia gefangen. Jetzt den Mari rein. So nix, da muss ich erstmal vielleicht den draufhauen. Akku Tobsucht kann er ruhig haben. Zeichen schwarz gefangen. Ist aber nicht so gut, wenn er das drauf hat. Flair. Heilen. Walker vielleicht mal. Braucht halt jemanden, der den Panzerbrecher einsetzt. Rein. Ich kann ein bisschen was klauen. Eine High Potion. Da in Schwarz gefangen. Hier gibt es ja eigentlich 10 Monster. Ach Gott, die werde ich jetzt aber nicht alle holen können. Das wird ein bisschen zu over. Ich traue mich mal hier ein paar Meter zu laufen. Das ist süß. Also bringt Mimik jetzt was oder nicht? Guck ich es einfach mal. Gegner besitzt keine Items. Hier kann ich nichts klauen. Au. Wisst ihr, wie viel HP der jetzt hat? Vita süß. Das hätte ich auch mal mit Tios draufhauen können. Ach, vor allem, weil er kann sowieso nicht gefangen werden. Ich hau da immer die ganze Zeit mit den Ollen drauf, anstatt mit Tios. Achso, wir haben Geld natürlich jetzt zum Schluss bekommen. So, ich kann hier lang gehen. Jetzt hier lang. Beiden wieder. Das wollte ich dir nur nicht sagen, dass du das Ding nicht fangen kannst. Ach so, ja gut, das wusste ich ja schon oder war mir eigentlich relativ klar. Und ich meine, das war früher, da konnte ich mich noch von früher dran erinnern. Zack.
Eisferopass. Hier ein Saurus. Natürlich jetzt wenig Sinn, wenn ich ihn erst erledige. Mimika zwischen 40.000 und 60.000 Lebenspunkte. Geh speichern, sonst kommt der Morbul und tötet dich. Stimmt, da war was. Wobei, Auron hat bei uns einen Konfusschutz drin. Der kann, einen Konfuswall, der kann von Morbul nicht konfusiert werden. Was macht der Mimik denn da? Oh, wie geil. Ist da einfach mal am Festbacken. So, erstmal ihn hier weg. Ciao. Ach, ich glaube, Mimik sieht halt immer anders aus, deswegen. Okay. Ich leg's drauf an. Aber sind das dieselben, die... Ach, das sind die normalen Demololithen. Okay, da habe ich kein Problem mit. Die kriege ich easy going weg. Problem ist halt nur, ich muss die einfangen. Wird ein bisschen schwieriger werden. Aber Auron hat natürlich auch einen Steinball drin. Ein kackliches Pharao. Panzerbrecher drauf. Ja. Au. Das ist für Dino zu stark. Das ist doof. Der Monolith gefangen. Ach ja, stimmt. Auron hat ja auch einen Blindschutz. Da war ja was. Ja. Au. Problem, Auron müsste jetzt sterben. Ja. Oh, und ich glaube, ich habe... Haben die anderen beiden einen Steinschutz? Ah, Gott. Er hat... Dings hat einen. Beziehungsweise, es hat ihn nicht getroffen. Das habe ich jetzt gerade ausnahmsweise nicht berücksichtigt. Sonst wird... Ja, das wäre jetzt tatsächlich so gekommen. Beim Auron mache ich mir keine Sorgen, weil der hat einen, wie gesagt, einen Steinschutz drin. Steinwall. Sag mal Schutz. Aber die anderen halt nicht. Aber ich laufe ja schon Richtung Richtung Speicherpunkt, glaube ich. Ah, gucke mal.
Ihr seid mir ja welche. Unser Freund, absolut, absolut. Jetzt einfach mal ein paar Allheilmittel ein. Was soll's? Geh speichern. Erst lieber flüchten. Was? Quatsch. Wir kriegen das schon hin. Alles gut. So, lassen Sie das einfach mal draufhauen. Er kann ich ihn mal heilen. In seinem kacken Mund gucken. Einmal reizen, da kommt kein Mundgeruch mehr. Okay, das ist auch interessant zu wissen. Pass auf, dann. Komm her! Hey, you! Take me on! Wusste ich auch noch nicht. Dafür hat unser Streamer Mundgeruch. Was? Weißt du doch gar nicht, ob ich Mundgeruch habe. Na gut, nochmal kann ich den glaube ich nicht angreifen, ansonsten haut er mich um. Hier drauf. Enough. Morbul der Große gefangen. Wobei Morbul der Große, eigentlich muss ich den hier gar nicht fangen. Weil Morbul kommt auch, also Morbul der Große gibt es auch in Sins Innerem. War jetzt völlig übertrieben, was ich mache, aber egal. Ach Mensch, müsste ich den immer vergiften. Mac hier gefangen. Nochmal. Oh. Das ist mal gar nicht gereicht. Na toll. Danke, Kimari, für deinen Einsatz. Oh, jetzt kommen wir hier wieder raus. Genauso wie Adamantame und Demonolith. Ja, stimmt. Ach, Adamantame gibt es auch hier? Okay, das wusste ich jetzt noch gar nicht.
Farewell. Meister Thornberry gefangen. So, jetzt sind wir beim Speicherpunkt. Müssen wir hier noch ein paar Punktchen vergeben, wo wir gerade dabei waren. So, Gilraub. Braucht Owen zwar jetzt nicht unbedingt, aber dann haben wir es halt einmal. Zombie-Hieb. Bisschen Magie und noch ein bisschen Angriffskraft. So, und ja, dadurch, dass wir natürlich Doppel-AP mit Kimari haben, kriegt er natürlich auch mittlerweile gut Punkte. Ausgelassen hat, weil wieder welche eingesetzt haben im Nachgang noch. Aber ich glaube, ich lasse Kimari doch lieber noch mal eine andere Strecke laufen. Dass der vielleicht noch mal ein bisschen mehr auf physische Angriffskraft geht. Damit wir auch den Hit-Expander noch mal einsetzen können. Springt auf ein bereits aktiviertes Feld. Muss ich mal kurz gucken, wo beginnt der Weg? Hier in der Mitte. Wenn wir dann jetzt den Auron-Weg laufen, müssten wir hier lang. Achso, dann müsste ich dann hier hoch und dann nach links. Alles klar. Wie cool. Ups, nein, ich krieg's für ruhig. Ein bisschen HP. Ein bisschen Geschick. Und ein bisschen Protes. Und normale Abwehr. Und Magie. Ach, Walker gibt es ja auch noch, stimmt. Jetzt vergessen. Und was kriegt der so Schönes? Ein bisschen Angriffskraft. Und abgeben. Ja, stimmt, hier waren wir ja schon mal. Ich glaube, mit Titus oder so haben wir hier schon mal lang gelaufen. Naja, stimmt, das sieht man es ja an den Feldern. Ich bin sehr klug. Gut, speichern. So, die Frage ist, sind wir eigentlich schon stark genug, um uns die ganzen Monster aus der Monsterfarm zusammenzusuchen? Oder, sind wir da vielleicht noch zu schwach für? Weil ich habe einfach noch ein bisschen Bammel, dass wir dann doch... Also es ist ja nicht abwegig, dass wir vielleicht doch nochmal irgendwo umgehauen werden von irgendeinem Monster. Und ich weiß, das ist der einzige Speichersphäre in der ganzen Ruine. Wird dauern, denke ich. Ja, ich würde vielleicht die Omega-Ruine lieber nochmal als letzten Spot nehmen von Monstern, die wir sammeln. Und das jetzt vielleicht noch nicht unbedingt machen. Woher kriegen wir nochmal die Solaris-Waffen von Lulu und von Walker? Macht das den Rest? Schaffst du locker, denke ich. Ja, wir machen sonst erstmal die anderen. Die sind ein bisschen einfacher. Zusammensuchen, ja, aber selbst kämpfen, nein.
Zusammensuchen, ja, aber selbst kämpfen. Nein, wie? Verstehe ich jetzt gar nicht. You're counting on you, kid. Bis zum Jeven Temple bei, bekämpft Geos Game und versuche ich. Hä? Okay. Also den Geos Gano haben wir ja schon besiegt. Sucht anschließend den Meeresboden. Ich meine, hätten wir ihn nicht besiegt, dann hätten wir natürlich Anima auch noch nicht. Gibt da was? Ah, Solarspiegel leuchtet auf. Da gibt es eine Zwiebel. Hä? Lord Zwiebel erhalten. Das ist doch bestimmt dann die... Ja, Lord Zwiebel ist die Solaris-Waffe von Lulu. Alles klar. Okay. Jochen wird stärker, je mehr MP Lulu in Relation zu ihrem MP-Maximum besitzt. Gut, ich meine, die brauche ich jetzt sowieso eigentlich nicht unbedingt, aber das war nur Vollständigkeit halber. Die Monster für die Farm kannst du zusammenfarmen, aber dann die Zucht ist zu schwer. Ach so, ja, gut, klar. Das weiß ich, also da müssen wir auf jeden Fall noch mehr trainieren für. Gut, wo war die, wo war nochmal die, also Solaris-Waffe von Walker hatte ich schon mal. Also kann sie nicht zu schwer zu finden sein. Schließt einen Liga oder ein Bukashi im Blitzvermögen zum dritten Platz, aber nehmt die Waffe beim Kaffee im Lücken. Blitzverpartien, achso. Im Kaffee in Luca, gut, ich meine, dass wir Liga-Pokalspiel abgeschlossen haben. Ich meine, wir haben den Pokal schon gewonnen, abseits der Story. Und in der Liga haben wir, meine ich, den zweiten Platz schon gemacht. Da müssen wir sie ja eigentlich im Kaffee bekommen. Alternativ nach 100 gewonnenen Blitzballpartien. Das wird natürlich sich auch irgendwann ergeben. Ich weiß, das Siegel für Walker gibt es, meine ich, durch eine Prämie bei der Liga. Das ist irgendwie mein erster Platz oder sowas. So, jetzt hier. Hey, Superstar! Du hast das Ding ja bei dir. Zeig mal her. Da. Nicht schlecht. Dir kann ich ohne Bedenken unsere Familienschatz anvertrauen. Weil wir so ein komisches Teil dabei haben? Hä? Warum? Yeah! Weltmeister erhalten. Meine Vorfahren haben ihn vom hohen Medium O'Halland erhalten. Hüte den Schatz also. So, Errungenschaft freigeschaltet Waffenmeister, weil wir alle Solaris-Waffen gefunden haben. Gut, machen wir das. Das ging jetzt tatsächlich relativ schnell. Das Siegel für Walker holen wir natürlich dann auch irgendwann nochmal, wenn wir... Blitzball ein bisschen weiter sind. Das Siegel in der Liga, nachdem man alle Ekstasen hat. Okay, die ganzen Ekstase-Fähigkeiten spielt man aber, glaube ich, auch durch Blitzball frei, oder? Das ist die Frage. Ups, okay. Wir haben im Endeffekt noch die Möglichkeit, Monsterfarmen zu machen. Gut, wir können die Omega-Ruinen natürlich durchspielen im Sinne von, wir kloppen Monster durch.
bis zum Ende hin. Würde ich natürlich auch gerne machen. Aber dann würde ich vielleicht vorher nochmal... ein bisschen Monster-Farming betreiben. Und zwar gehen wir jetzt mal... Wo geht's denn als nächstes hin? Jose-Straße, stille Ebene, vergessene Grotte und Zins Inneres haben wir noch zur Auswahl. Omega-Ruine möchte ich ganz gerne als letztes haben. Es war noch ein Secret von in der Omega-Höhle. Okay, wenn wir, ja gut, wir spielen ja noch durch, also das kommt auf jeden Fall noch. Vergessene Grotte. Gut. Da machen wir die vergessene Grotte. Wenn es keine anderen Einwände dazu gibt. Ein Boss meine ich. Ach so, du meinst, ja, ich weiß, dass du den, wie hieß er nochmal? Hier, also Omega auf jeden Fall. Omega heißt ja, glaube ich, auch der Boss. Ja, was mache ich hier eigentlich? Nee, doch, ist richtig. Verwirrt. Ich hätte jetzt gedacht, ich bin oben am Berg. Omega hat man ja ganz am Anfang, als wir die Höhle betreten haben, schon mal gesehen in der Vorschau. Wir müssen natürlich nur aufpassen, nicht dem schwarzen Yojimbo in die Arme zu rennen. Vergessene Grotte waren 9 Monster. Das gehört definitiv nicht dazu.